Und zwar die einzige in Deutschland. Aus dem Grund werden sie von vielen Menschen gewählt, die ihre Wir sagen, wir sind keine Ausländer raus, das muss ich ganz klar zurück. Wir sind eine Partei, die sagt, die Ausländer, die hier kein Bleiberecht haben, die hier illegal sind, die müssen raus. Darf ich eine Nachfrage? Das ist Grundgesetz und das ist Rechtsstaat. Nehmen Sie jetzt beim Wort. Sie sagen, also also deutsche Staatsbürger bleiben in Deutschland. Das ist ja, ohne Wenn und Aber. Wer was anderes sagt, klagen sogar diejenigen ein, nach Deutschland zu kommen. Wer was anderes sagt, hat in der AfD nichts. Absolut. Okay. Unsere Prämisse ist das Grundgesetz. Also keine andere Frage. Wenn Frau Weidel einen Deutsch-Türken wie Deniz Yücel, das ist ein Journalist, sagt, das ist kein Deutscher, hat sie da noch einen Platz in der AfD? Nochmal, wenn er zwei Staatsbürgerschaften hat, sollte er sich für eine entscheiden, das ist richtig. Und sonst hat er keinen Platz in Deutschland? Nochmal. Wenn er sich für eine der beiden nicht entscheidet, Gott, ist dann bekloppt. Wir sind klar, und das ist unser Programm, das ist programmatisch auch ganz... Platz in Deutschland. Natürlich hat er, wenn er deutscher Staatsbürger ist, Platz in unserem Land. Weiß ich nicht. Frau Weidel sagt, ich weiß gar nicht, ob er als deutscher Staatsbürger ist. Oh, das provokant, die Alte. Er ist kein Deutscher. Er ist natürlich Deutscher, als deutscher Staatsbürger, keine Frage. Und Frau Weidel sagt, er ist kein deutscher Staatsbürger. Vielleicht hat sie es nicht gewusst, ich weiß es nicht. Ich wusste auch nicht, dass er deutscher Staatsbürger ist. Und wenn Herr Gauland sagt, Frau Özus, die in Deutschland geboren ist, die soll man in Anatolien entsorgen? Und was ist, wenn Frau Strack-Zimmermann und auch andere Protagonisten uns beleidigen oder uns als Haufen Scheiße? Ich würde die Frage antworten, ob jemand, der mit der deutschen Staatsbürgerschaft... Jeder deutsche Staatsbürger mit deutscher Staatsbürger... in Anatolien entsorgen? Nein, natürlich nicht. Und ich denke auch Herr Gauland noch Platz in der AfD? Natürlich hat Herr Gauland, Entschuldigung, er hat sich dafür entschuldigt und hat es auch zurückgenommen. Kann er nur raussuchen, was in einem drin ist. Bitte? Nix. Was haben Sie jetzt gesagt? Ey, da Dr. Warni war denn. Ja, das ist bei Frau Strack-Zimmermann dann der Haufen Seite, ja? Oder? Das ist doch das. Oder bei Herrn Söder, die kann man sehen. Der Grundpunkt ist, wissen wir alle nicht, was die Verfassungsschützer an Material gesammelt haben. Unfassbar. Würden Sie denn sagen, es reicht für ein Verbotsverfahren? Und ganz kurze Antwort, wären Sie dafür? Der zweite Teil der Frage, nein. Sie sind gegen ein Verbotsverfahren, weil? Die Einstellung der Menschen löst sich dadurch nicht auf. Ja. Die AfD ist da, die kann sich morgen umbenennen, eine andere Partei gründen. Verbotsverfahren würde ewig dauern. Es gibt einfach sehr viele Menschen in diesem Land, das haben wir ja gerade in der Diskussion auch gehört, die bestimmte Probleme nicht gelöst sind. Und da gehören Teile der unkontrollierten Zuwanderung mit dazu. Das muss man so sehen. Dass die abschiebepflichtige Menschen, über die seit Jahren diskutiert wird, dass man sie abschieben müsste, werden nicht abgeschoben. Und das Thema Zuwanderung treibt sehr viele Menschen um, treibt sie der AfD zu. Und das würde man durch ein Parteiverbot nicht lösen. Und auch die rechtsextremistischen Einstellungen vieler ihrer Anhänger und Wähler würde man auch nicht lösen. Das Problem könnte man damit nicht lösen. Gut, das ist wahrscheinlich in dem Sinne. Ich muss leider aufhören, weil die Zeit vorbei ist. Und danke Ihnen sehr herzlich. Olaf Sundermeier, vielen Dank, Tino Kompala, dass Sie hier waren. Vielen Dank. So viel für heute. Danke meinen Gästen.